Wie man sehen kann, hat die E-Gitarre, also die Yamaha, hinten eine Abplatzung an der Kante. Vorne hat sie dann nochmal im Bereich, also von dem Weiß, eine Druckstelle. Und das werden wir jetzt mal unsichtbar ausbessern. Zum Spachteln ist es zu wenig. Darum werden zuerst die Schadstellen mit einem 600er Papier, also die Kanten, beigeschliffen. Das muss auf engstem Raum passieren. Die Schadstellen mit Silikone ferner reinigen. Und mehrmals mit einem 2K-Füller auffüllen. Den 2K-Füller, den haben wir noch etwas verdickt mit ein bisschen Bimsmehl. Bimsmehl wird auch für Polituren verwendet oder als Füllmaterial. Und dann alles gut trocknen lassen. Die Vorderseite der Kopfplatte sollte blau lackiert werden. Darum haben wir das Stück, wo lackiert wird, mit einem 1500er angeschliffen. Und die seitlichen Ränder, also um die Kante rum, wird der Klarlack ums Eck rum noch aufgebracht, damit man da an der Kante auch polieren kann, unsichtbaren Übergang hat. Da bin ich jetzt gerade am Abkleben für das Blau, was oben aufgetragen wird. Dazu verwende ich ein blaues Linierband von 3M. Das Linierband von 3M lässt sich sehr gut ziehen und hat eine sehr gute Haftung, auch in Vertiefungen. Also man muss es dann halt noch ein bisschen andrücken. So, jetzt sieht man die Vorderseite, da ist schon abgeklebt, wo lackiert werden soll. Also dieser Bereich, der dann blau werden soll. So, jetzt wird schon das erste Mal ein Wasserbasislack in dem passenden Blau aufgetragen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Bohrungen noch offen sind. Da habe ich dann ein bisschen Zeber reingesteckt, dass es unten nicht rausnebelt. Das ist die einfachste Art und Weise. Man drückt da einfach ein bisschen Zeber rein und gut ist. Wenn die Oberseite dann ausreichend blau lackiert ist, also wenn es deckt, dann wird das 3M Klebeband entfernt. So, und jetzt hier geht es schon an den Klarlack. Dazu wurde es von der Unterseite her mit Klebeband hohl abgedeckt. Und ums Eck rum oben, also ganz oben am Kopf, da ist dann auch Klebeband hohl angebracht. Man sieht es ab und zu im Sprühstrahl ein bisschen flattern. Aufgetragen wird ein HS-Klarlack mit einer SATA MiniJet Spot Repair. Also in der Regel reichen eigentlich zwei satte Gänge aus. Jetzt wird die Kante noch gespritzt. Also da kommt dann Klarlack. Jetzt sieht man auch oben die Ecke, wo es wohl abgedeckt ist, weil das ist so ein Bereich, den kann man sehr gut dann hinterpolieren, ohne dass es auffällt. Hier wird jetzt nochmal kurz ein Gang aufgetragen. Und nochmal die Seiten. Dass es einen schönen Verlauf gibt. Man sieht da das abstehende Klebeband nach unten hin, das ist, damit es da keine scharfe Kante gibt. Anschließend Klebeband und so weiter entfernen und gut trocknen. Hier wird der bereits getrocknete Füller verschliffen. Das machen wir mit einem kleinen Klotz, ein bisschen Nassschleifpapier. Direkt um das einzuebnen, also auf die gleiche Höhe zu bringen, verwenden wir erst einen 800er, später einen 1500er und die Ränder außen rum, wo dann der Übergang ist zum Klarlack, das wird dann mit einem 2000er Papier angeschliffen. So, jetzt sieht man das ganz gut, ganz vorsichtig mit kreisenden Bewegungen, das Klötzchen. Und dann immer wieder zwischendurch sauber machen und sich langsam an die Höhe rantasten. Einen Klotz braucht man da schon, weil die Kante ziemlich scharfkantig ist. Die wird dann noch ganz eben, also wird da der Füller nur ganz eben gebrochen, dass man das nachher dann nicht sieht oder es nicht zu rund wird. Hier
Hier wird dann der ganze Bereich, wo dann später auch der Klarlack seinen Übergang hat, wird mit einem 2000er Papier angeschliffen. Kann man natürlich dann nochmal über die Spachtelstelle gehen und kontrollieren. Und dann hinter alles ordentlich sauber machen, natürlich, selbstverständlich. Also am besten Zebra und Silikonentferner benutzen, damit man kein Fett drauf hat. Immer wieder die Feuchtigkeit entfernen, vorsichtig. Wird jetzt nochmal geprüft, ob die Kante gut ist. Jetzt Silikonentferner und sauber machen. Kann man dann, falls man dann nochmal was entdeckt, nochmal ein bisschen nachschleifen. Aber wenn der Silikonentferner verdunstet ist, dann sieht man ganz gut die Übergänge. So, und jetzt wird das gleiche auf der Rückseite gemacht an der ausgefüllten Stelle. Auch wieder mit einem Klötzchen, ganz vorsichtig. Angefangen mit dem 800er, weil das relativ schnell viel wegnimmt. Und dann später weiter mit einem 1500er und die Übergänge wieder mit einem 2000er Papier. Und wie gesagt, immer ganz langsam herantasten, zwischendurch immer wieder sauber machen, kontrollieren und dann kommt man auch zu dem gewünschten Ergebnis. Dasselbe Spiel auch an der Seite. Wird das auch dann sauber verschliffen mit dem Klotz, ganz vorsichtig herantasten. Die Übergänge für den späteren Klarlack, die werden auch wieder mit 2000er Papier angeschliffen, damit der Klarlack ausreichende Haftung hat und man diesen Übergang auch noch gut polieren kann. Alles schön sauber machen. So, hier wird ein Wasserbasislack, der ist jetzt noch unverdünnt. Für die Vorderseite haben wir das ausgemessen. Das ist RAL 9016, verkehrsweiß. Da kommt ein ganz kleiner Schuss Wasser dazu, weil die Farben sind doch relativ dick und gehen durch die Airbrush-Pistolen dementsprechend schlecht durch. Also muss man so ein bisschen runter verdünnen. Dadurch, dass die jetzt ein bisschen dünner sind, muss man dann den ersten Gang nur leicht annebeln, dass man praktisch eine Basis dann erhält und lässt die leicht antrocknen. Sonst fängt da sofort das Perlen an. Also erst ein bisschen ganz leicht vornebeln und dann mit Luft trocknen. Man kann auch eventuell einen Föhn dazu nehmen, um das schneller zu trocknen und dann den Wasserbasislack immer durch, also mit mehreren Gängen auftragen, bis er dann deckt. Also man arbeitet da jetzt in so kleinen Bereichen ein bisschen anders wie an einem Fahrzeug, wo es dann doch relativ dick auf einen Schlag aufgetragen wird. Also hier muss man sich auch so langsam rantasten und dann werden später auch im Bereich der Übergänge, also zu der anderen Farbe, wird das mit ein bisschen größeren Abstand ausgenebelt. Die Farben sind ja auch, dadurch, dass sie verdünnt sind, lässt sich das viel, viel feiner, diese Übergänge ausarbeiten. Weil da ist ja zum Beispiel eine 0,2er Düse drin, das ist schon ziemlich fein. Aber damit kann man wirklich punktuell dann genau arbeiten. Auf der Rückseite das gleiche Spiel. Hier ist es RAL 7030 Steingrau. Also das passt ziemlich gut, man muss da schon wirklich ganz, ganz genau hinsehen, damit man dahinter irgendwo einen Unterschied erkennen kann. Auch dadurch, dass es feinst ausgenebelt wird. Also wie gesagt, auch hier langsam diesen verdünnten Wasserbasislack sich langsam herantasten, also am Anfang ein bisschen vorsprühen, antrocknen lassen und dann immer stückchenweise auftragen, bis es gut deckt und dann die Übergänge spritzen. Hier haben wir jetzt noch nach unten hin ein bisschen hohl abgedeckt, damit das nicht zu weit runternebelt um die Kante rum. Man sieht das jetzt ganz schön, dass die Farbe langsam anfängt zu decken. Die erscheint jetzt noch ein bisschen dunkler, das liegt aber einfach an dem Material. Später beim Klarlack sieht man davon dann nichts mehr.
Den Klarlack haben wir entsprechend ein bisschen verdünnt, damit er auch durch die feine Düse geht. Den haben wir nämlich dann auch mit der Airbrush-Pistole aufgetragen, weil die Fläche doch relativ klein ist oder klein bleiben sollte. Man trägt dann einfach ein, zwei Mal mehr auf und das geht eigentlich relativ gut, dass man genug Materialstärke da erhält, um das später sauber auspolieren zu können, ohne dass man gleich durchschleift. Hier sieht man ganz gut, dass die Übergänge hohl abgedeckt sind. Da wird jetzt auch die Kante noch beilackiert mit Klarlack. Übergänge auch wohl abgedeckt, so dass man das später gut beischleifen und polieren kann. Nachdem der Klarlack gut durchgetrocknet ist, wird die Fläche und die Übergänge, die werden mit einem 2000er Papier geschliffen. Muss man sich auch langsam immer wieder rantasten, also sprich zwischendurch mal sauber machen. Am besten auch mit einem Zeber, dass es dann antrocknet, weil dann kann man ganz gut die Übergänge beurteilen. Ob da irgendwo der Lack eventuell abreißt, dann muss man halt noch ein bisschen schleifen, bis man eine homogene Fläche hat. Immer wieder zwischendurch sauber machen, kontrollieren, schleifen. Für ein gutes Ergebnis braucht man einfach ein bisschen Geduld und dann wird das schon. Nach Möglichkeit immer schön von den Kanten wegbleiben, weil die natürlich recht dünn sind und wäre man relativ schnell durch. Das wollen wir ja nicht. Also auf den Flächen ist es kein Problem, aber an den Kanten, da wird dann höchstens ganz zum Schluss, falls irgendwo da was ist oder so, einmal leicht drüber. Am Ende sieht man jetzt, gehe ich da nochmal mit einem 4000er Schwamm, also 4000er Körnung, das ist eigentlich eine Polierscheibe für einen Exzenter, aber die kann man auch ganz gut von Hand verwenden, weil mit dem Exzenter da jetzt drauf rumzuarbeiten, dafür ist die Fläche dann doch ein bisschen zu klein. Und wenn dann alles verschliffen ist, dann geht's ans Polieren. Das ist dann das Schöne an der Arbeit. Beim Polieren immer darauf achten, dass man nicht zu viel Druck auf die Kante ausübt. Also wenn man genau hinsieht, sieht man, dass der Schwamm leicht schräg steht. Also dass er nicht zu sehr über die Kante fährt. Also auf die Kante hin muss man sich langsam drauf zuarbeiten, sonst ist man da relativ schnell durch, ne? Also da sollte man das lieber in aller Ruhe machen und sich Stück für Stück rantasten. Zwischendurch immer wieder mal sauber machen, kontrollieren. Eventuell muss man auch noch mal irgendwo ein bisschen nachschleifen. Es kommt halt drauf an. Auf der Rückseite wird genauso gearbeitet. Also ich arbeite mich da erst vom Übergang her langsam zu der Kante hin. Man sieht auch hier ganz gut, dass die Polierscheibe ein bisschen schräg gehalten wird, dass man nicht zu sehr an die Kante kommt. Da wird immer zwischendurch mal das Polierergebnis überprüft. Ein Mikrofasertuch abgeputzt, gegen das Licht gehalten und dann sieht man das ganz gut, die Übergänge. Wieder neue Politur drauf und wieder das Spiel von vorne. Und so arbeitet man sich dann langsam zu einem guten Ergebnis hin. So, hier sieht man jetzt die Gitarre fertig montiert. Also oben waren ja die Mechaniken entfernt wieder eingebaut und bei dem Weiß ist auch nichts mehr erkennbar. Jetzt kommt gleich noch die Rückseite, sieht man auch ganz gut. Es war jetzt nicht so eine tolle Aufnahme, aber man sieht schon, dass die Schadstelle eigentlich im Prinzip völlig unsichtbar ist. Ja, und damit hat der Gitarrist wieder richtig Freude an seiner Gitarre.